Was lange nicht funktioniert hat, geht jetzt auf einmal. Der Sprung ins digitale Zeitalter. Statt Meetings gibt es Videokonferenzen, zum Beispiel auf der Plattform Zoom. Wir fragen beim Paritätischen Wohlfahrtsverband nach, wie das so läuft. Die Erfahrung hat gezeigt, dass wir tatsächlich auch in Sitzungen jetzt, weil wir die persönlichen Kontakte auch vermissen, schätze ich mal, dass wir auch vorher meistens erst mal 10 Minuten doch auch privat noch reden, bevor wir in die eigentliche Sitzung starten. Wir versuchen immer 40 Minuten anzupeilen, das klappt aber eigentlich nie, weil wir einfach immer abwarten, wer möchte jetzt was sagen. Ist derjenige schon fertig? Anderes Problem im digitalisierten Homeoffice, sich von sich selbst ablenken, ganz ohne die lieben Kollegen. Dann ging es schon in der zweiten Woche so ein bisschen bei mir los, wo ich gedacht habe, okay, was mache ich jetzt hier? Also was mache ich nach der Arbeit? Wie kann ich auch so den Switch schaffen von ich arbeite und jetzt ist Freizeit, jetzt ist wieder private Zeit. Die Studentin Käthe Willems nutzt Zoom, um ihre Freunde zu sehen, hat aber trotzdem Mühe mit dem Stay-at-Home. Ich gebe meinen Plan für heute, falls ich meinen Stift finde. Zaubermittel-To-Do-Liste gegen Lagerkoller. Bei der 23-Jährigen wirkt es nur manchmal. Die Kulturwissenschaftsstudentin hat jede Menge Freizeit. Die Klausuren sind geschrieben, das Semester startet später. Und ihr Job als Nachhilfelehrerin fällt flach. Sie wohnt unter einem Dach mit ihren Eltern und ihrer Schwester. Aber trotzdem fällt ihr ab und zu die Decke auf den Kopf. Denn eins fehlt ihr. Dass man halt nicht mehr einfach rausgehen kann und sich mit irgendwelchen Leuten treffen kann. Dass man, ja, eigentlich, also ich meine, ich gehe nur zum Spazieren oder zum Einkaufen raus, sonst bin ich immer zu Hause. Also es kommt eigentlich immer so phasenweise. Zwischendurch denkt man, ja, ist eigentlich alles ganz okay und es geht einem ja gut und man kann ja mit allen telefonieren und man hat ja auch viel zu tun. Und dann gibt es wieder so Phasen, wo man sich so denkt, oh, ich habe zwar was zu tun, aber ich habe eigentlich auf das alles keinen Bock und ich würde gerne mal Leute noch mal in echt sehen, statt nur auf dem Bildschirm. Ein Moment, auf den auch das Pädagogenteam beim Paritätischen Wohlfahrtsverband im Homeoffice sehnsüchtig wartet, sich wieder im echten Büro zu sehen. Zumindest bei Ihnen hat zwischen der echten Welt und der schönen neuen Cyberwelt noch nicht ganz Zoom gemacht. Aber noch sind die kontaktlosen Corona-Zeiten ja nicht vorbei. Tschüss.